Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, freshen Spiel auf meinem Kanal. Und zwar ist das Spiel Super Mario Bros. X. Eigentlich hatte ich ja vor, Super Mario Bros. 3 zu Let's Playen, aber ich hatte da so ein technisches Problem. Und zwar der Emulator dafür hat einfach nicht funktioniert. Und deswegen werden wir jetzt Super Mario Bros. X spielen. Und falls sich jetzt einige unter euch fragen: Hä? Ich kenne das Spiel ja gar nicht. Ja, das Spiel ist nicht von Nintendo gemacht worden, sondern von einem Fan. Aber ich muss sagen, das Spiel hat echt gut gemacht und das ist verdammt schwer. Ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt mal an. Okay. So, erstmal ein bisschen wieder in die Steuerung reinkommen. Nein. Ja, da ist auch direkt Peach. So. Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Mit einem Kumpel, wir haben das Spiel so durchgesuchtet, ey. Aber das letzte Level haben wir nicht ohne Cheaten hinbekommen. Das fand ich etwas traurig, aber das war echt zu brutal, das letzte Level. Aber für euch werde ich das Spiel sogar ohne Cheaten schaffen. Ist mir egal, wie lange wir es spielen werden. Ich werde so lange spielen, bis ich es wirklich durch habe. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung einfinden. Okay, so schießt man. Okay, ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Ich muss sagen, das Spiel ist ein Klassiker. Hier fliegende Goombas. Ich bin ja so ein Mario-Fanatiker. Das sind die Spiele, die ich kann. Ich kann sowas wie Call of Duty oder sowas nicht spielen, da bin ich ein echter Noob drin, aber so ein Nintendo spielen, das kann ich echt gut. Ja. Und ich finde auch, dass die Wii U als Konsole wirklich unterschätzt wird. Denn die meisten sagen ja, ich will die Kinderkonsole. Aber ich finde, das stimmt eigentlich gar nicht. Das Spiel, also die Spiele dafür. Nur das Problem an dieser Konsole ist, dass noch keine richtigen Spiele, also die besten Spiele kommen eigentlich noch. Naja, die besten Spiele sind eigentlich fast draußen. Nur am 28. November kommt ja jetzt Super Smash Bros. Das werde ich mir auf jeden Fall zu Weihnachten wünschen. Nur bei der Wii U hatte ich damals das Gefühl von Nintendo, die wollten diese Konsole als allererstes rausbringen und haben dabei vergessen, erstmal richtige Spiele dafür rauszubringen. Und was gab es dafür am Anfang? Erst Super Mario Bros. U. Das Spiel, das habe ich auch richtig durchgesuchtet. Und ja, das war auch das einzig gute Spiel für die Konsole am Anfang. Ja, wie macht man jetzt so ein. Nein. Ach, auf. Nein, das wollte ich nicht. Ach, ist ja egal. Hier so ein Speicherpunkt. Nein! Ach, verdammt! Das wollte ich gar nicht. Ich muss hier erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Ach, ich kann jetzt nicht mehr schießen. Stimmt. Oh ja. Like a boss. So, bitte. Nein! Oh, Mann! Richtiger Bullshit. So, ein paar. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich habe ihn abbekommen. Yay. Ja, ich wollte warten, bis der Gumma da ins Wasser springt. Ich wette, ich kratze jetzt daran ab, ey. Ich bin klein und ich will nicht das Risiko eingehen. Ich spiele ein Mario-Spiel mit einem PS3-Controller, also ja, das ist schon etwas ungewöhnlich. Und falls ihr euch das Spiel auch holen wollt, ich verlinke es unten in der Beschreibung, so dass ihr nur auf den Link drauf drücken müsst und dann müsst ihr nur auf Download drücken. So, gehen wir mal weiter ins nächste Level. Misplaced Pipe Hammer Maze. Die erste Welt, die ist richtig einfach, aber danach, boah. Vorletzte Level, ich weiß gar nicht, wie ich das alleine schaffen soll, ey. Es wird sowas von hart, ey. Ja, das soll ich. Wow. Das wäre ich knapp. Oh, direkt hier so ein Checkpoint. Ah, ich muss der Bombe weglaufen, die da angelaufen kommt.
What the? Ach so, stimmt. Ja, das hat mir auch damals das Problem. Man muss immer die Maus bewegen, damit der Bildschirm nicht ausgeht. Muss ich ein paar Mal dran denken. Nehmen wir uns die Bombe. Ja, oder so. Ja, eine Feuerblume. Man kann die Viecher nicht umbringen. What the fuck? Mir ist egal. Und das nächste Level ist auch durch. Yay, ihn ab. Zum nächsten Level. Ja, die erste Welt, die ist sehr einfach. Aber danach, oh Gott. Das wird so schwer, ey. Ach so, nimmt man das. Ja, nimm. Alter. Ah, so nimmt man das also. Okay. Nicht so weit werfen, Mario. Das Gute an dem Spiel ist, hier gibt es keine Zeitbegrenzung. Wenn es hier wirklich eine Zeitbegrenzung geben würde, ey. Da wäre man beim Endgegner richtig gearscht. Bei Bowser nachher. Ah, Spinne hoch. Geht doch. Das weckt Kindheitserinnerung. Oh ja. Ich würde ja auch gerne Wii U spielen, Let's Play, nur im Moment. Ich wollte mir eigentlich mit dem anderen Typen. Der andere Typ, der hier Minecraft Let's Plays macht. Wir nennen ihn ja Kolf. Mit dem wollte ich ja eigentlich das Geld zusammenlegen, dass wir uns so eine Box holen, womit man Let's Plays auf der PS3, Xbox 360 und Wii U machen kann. Aber er hat hier natürlich kein Geld, also. Ich weiß auch nicht, was er mit seinem Geld macht, was er manchmal bekommt. Aber wie lässt man das Item von oben runterfallen? Ach, auf Dreieck, okay. Sprechen wir den mal an. Wie geht das? Alter, wie spricht man den an? Hilfe! Den muss man auch irgendwie ansprechen können. Ah, Gott. Ach, keine Ahnung, er leckt mich doch am. You can throw a shell in many different ways. Ah, genau so macht man das einfach. Okay, und die Panzer machen da alles kaputt. Na, da wollte ich ja gar nicht hin, egal. YOLO. Ich will mir einen Pilz da noch holen, egal. Ja, so kann man das auch anstellen. Da werfen jetzt auch einen runter. Wieso? Weil ich es kann. Nein. Doch, ich kann es, aber egal. Ach, das war echt ein Fail. Okay, müssen wir wieder durch die Tür gehen. Boah, ich habe so richtig Bock auf das Spiel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ging sie noch mal lang, ey. Soll ich jetzt hier runterspringen? Ja, komm. Oh, ein Checkpoint. Boah, das war echt knapp. Ich darf nicht so schnell laufen, dann mache ich immer Fehler. Der läuft ja extrem schnell. Der Mario. Man kann ja, das Besondere an dem Spiel ist ja, man kann auch hier Link spielen. Link hat 3 Leben, aber mit dem kann man nicht so geil springen. Oh, wirklich? Ich mache die Viecher noch nie. Wieder ein fliegender Gumba. Yay! Und das nächste Level geschafft. So. Sollen wir das noch? Komm, das Level noch für diesen Let's Play und dann war's das auch für heute. Ah, das fängt schon mal gut an. Ich darf nicht so schnell laufen. Oh, wirklich? Okay, gehen wir weiter. So. Oh,
Die Level sind so brutal gemacht, ey. Wirklich, Geister. Ach, komm, ey. Wenn das nicht schon reicht, ne? Na, vergessen die Maus zu. Scheiße. Fuck. Komm, noch einmal. Einer geht noch rein. Okay, hier müssen wir warten. Ach so, man muss da nicht warten. Die Lava geht nicht so hoch. Oh. Komm jetzt aber. Muss ich wieder echt einspielen in das Spiel mit so einem PS3-Controller? Ich bin ja gewohnt mit dem Wii U Gamepad oder mit der normalen, mit einem normalen Wii Controller, aber nicht mit sowas. Man kann es auch mit der Tastatur spielen, aber ich bin nicht so gut befreundet mit der Tastatur. Wirklich? Jetzt gehe ich nach links und der Pilz kommt rechts raus. Oh je, Mini. Das ist ein schlechter Scherz, echt jetzt. One boy running. Oh, wie mir die Geister auf die Eier gehen, ey. Die mochte ich noch nie. Lauf! What the fuck? Was war das denn nochmal? So, okay. Oh, yeah. Das ist erst die erste Welt, ey. In einem normalen Super Mario Bros. Von Nintendo wäre das irgendwie in der siebten oder achten Welt. Und da ist die Schwierigkeit nicht besonders hoch. Aber Super Luigi U, boah, Digga, das Spiel ist schwer. Man hatte nur 100 Sekunden für jedes Level. Ja, außer beim Endboss. Wenn man einen Endboss erreicht hat, hat man, glaube ich, 50 Sekunden mehr bekommen. Ja, ich bin wieder groß. Joa. Lol. Achso, man muss hier die ganze Zeit springen, okay. Ach, die Viecher springen auch noch, ey. Kann man auf die drauf springen? Ich will es echt nicht riskieren, also. Wir gehen mal auf Nummer sicher und springen über alle drüber. Ah, scheiße. Hilfe. Aber Hilfe. Gott. Ja, man kann auf die drauf springen, okay. Hätte ich es früher gewusst. Wir müssen oben zur Tür. Ah, Gott sei Dank. Jetzt klar, ich komme ein Endboss und ich bin klein. Supi. Schlecht. Okay, der Endboss ist wirklich für Pussys. Los, komm her gegen den Mario Pro. Zeig, was du kannst. Was, das war's schon? Okay, der Endgegner war wirklich für Pussys. Ich würde mal sagen, das war's dann für das erste Super Mario Bros. X Let's Play auf meinem Kanal. Falls ihr wollt, dass ich weitermache, schreibt mir ruhig in die Comments. Das war's dann für heute. Ciao!